Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist ein echtes Aushängeschild. Es ist ein Treffen von vielen Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft, aus der Politik. Und ich bin sehr dankbar, dass das hier am Tegernsee stattfindet. 2 Jahre lang hatten wir Fakten und Bilder. Jetzt haben wir aber auch wieder Fühlen. Und dieses dritte Argument geht hier fantastisch, weil endlich mal wieder Menschen miteinander sprechen und weil man sie auch fühlt. Wir sind in einer Location, die man eigentlich mit Urlaub verbindet. Und tatsächlich ist das vielleicht aber genau die entspannte Atmosphäre, die man braucht, um kreativ und konstruktiv über die Probleme nachzudenken und über mögliche Lösungen nachzudenken. Das ist es ja, was wir jetzt brauchen. Soziale Marktwirtschaft ist eigentlich das Erfolgsmodell schlechthin für Deutschland und wir sind damit sehr, sehr gut gefahren, weil es eben nicht der Turbokapitalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite Planwirtschaft ist, sondern die Verbindung von dem Besten, nämlich die Freiheit der Entscheidung, auf der anderen Seite den sozialen Ausgleich. Solche Gipfel sind immer wunderbar, weil es die Möglichkeit gibt, Menschen abseits von offiziellen Terminen zu sehen. Und da fallen dann oft genau die richtigen Worte, die wichtigen Informationen und das ist sehr viel wert. Der Ludwig-Erhard-Gipfel gibt unserem ersten Bundeswirtschaftsminister und dem Vater der sozialen Marktwirtschaft die Ehre. Wir müssen uns allerdings immer wieder auch über die Voraussetzungen miteinander unterhalten, was eine freiheitliche Wirtschaftsordnung braucht, um auch auf Dauer zu funktionieren. Und das ist der Geist von Ludwig-Erhard. Ich komme zum Ludwig-Erhard-Gipfel, weil es das Meinungsführertreffen in Deutschland ist und weil ich vor allem begeistert bin über das weite Spektrum, das hier behandelt wird, von Gesundheit über Energie. Und das gibt dann am Ende natürlich auch wieder ein ganz großes Potenzial für Innovationen und für neue Ideen, die aus einem ganz anderen Feld kommen. Es braucht in dieser Zeit jetzt, anders als vielleicht in stabileren Phasen, braucht es in dieser disruptiven Phase, braucht es einen intensiven Austausch zwischen Wirtschaft und Politik. Das ist hier schon verschiedentlich angeklungen. Das möchte ich aber auch noch mal betonen. Das ist in dieser Phase ganz entscheidend. Ich komme immer gern zum Ludwig-Erhard-Gipfel, weil ich denke, in gesellschaftspolitischer, wirtschaftlicher, aber auch in sozialer Hinsicht ist es der Treffpunkt in Deutschland. Viele Impulse, viele nachdenkliche Gedanken nehme ich mit und insbesondere, wie sich die Industrie nachhaltiger, diversifizierter und damit insgesamt auch politisch besser aufstellen kann. Hier treffen verschiedene Welten einfach aufeinander und der Sport spielt da sicher auch eine Rolle und deswegen wäre es schön, dass wir heute präsentieren dürfen, die Euro 2024, die in Deutschland stattfinden wird, aber auch, was es in der heutigen Zeit heißt, ein Turnier auszurichten. Und das wollten wir heute präsentieren. Ich finde, das ist einfach erst einmal ein Highlight, dass man wieder zusammenkommen kann mit den Menschen, dass man sich austauschen kann und auch gerade die verschiedenen Felder hier eben aufeinandertreffen und einfach diese vielen Meinungen und Perspektiven sich einholen kann. Und das empfinde ich immer als sehr, sehr wertvoll. Also hier zu sein lohnt sich auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, um Partnerschaften zu knüpfen und natürlich inhaltlich hervorragende Beiträge zu hören, um sich selbst weiterzubilden. Gerade an den Stellen, wo man vielleicht sehr unterschiedliche Ansichten gibt, nehme ich den Streit persönlich oft als gewinnbringend und am Ende auch als konstruktiver wahr, wenn man sich vielleicht dabei in die Augen schaut und danach noch gemeinsam Kaffee trinkt. Das ganze Team, was Sie hier leisten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag zum Dialog, zum Diskurs. Und ich glaube, gerade in diesen bewegenden Zeiten ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Dialog sind, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir so eine Plattform haben. Und das ist für mich sehr, sehr bereichernd und ich brauche diese Inspiration, ich brauche diese Impulse, um meinen Job einfach gut zu machen. Von daher bin ich immer sehr, sehr gerne dabei und freue mich über die Gelegenheit, hier dabei sein zu dürfen.